Hallo ihr Lieben, eine neue Folge, heute tatsächlich mal eine Gartenplanung. Auch wenn ich davon nicht gerne viel preisgebe, gibt es heute doch ein paar Einblicke in meine Gedankenwelt, meine ja, zukünftigen Gedanken, aber alles trotzdem recht begrenzt. Nichtsdestotrotz lohnenswert zu gucken, also bleibt bis zum Schluss dran. Ja, und ihr kennt mich, ich lege direkt einfach mal los. Und da, wo ich stehe, ist ja auch schon ganz viel passiert. Ich verschwinde jetzt mal hinter die Kamera und erzähle letztendlich was dazu. Ja, den Bereich habt ihr jetzt schon die letzte Zeit öfter gesehen. Nichtsdestotrotz passiert hier natürlich weiter was. Es geht immer weiter in diese Richtung. Ich werde quasi... Der Weg wird hier irgendwie weitergehen. Wie er direkt in dieser Ecke aussieht, das wird sich dann ergeben beim Buddeln, wie mir das gefällt. Hier wollte ich noch bis an die Goldrauke, hieß sie glaube ich, ran, das alles ausheben. Dann in dem Bereich so nah wie möglich an die Bank ran, also natürlich mit ein bisschen Puffer, aber da will ich auf jeden Fall noch Sichtschutz hinhaben nachher. Die ganze Erde, die ich hier noch rausgewinne, ist dann für mein Podestprojekt. Ich gehe mal näher hin. Ja, ich habe ja noch nicht so viel durchblicken lassen hier. Einen Teil werde ich durchblicken lassen in dieser Folge. Bis auf Weide, die ich drumherum gepflanzt habe. Auch hier links neben mir schön am Grün. Das ist das Gerät hier. Eigenschaften und Weide, schön biegsam. Ihr kennt das ja. Und naja, jedenfalls wird das ganze Geschichtchen hier höher. Die Sitzgelegenheiten, die ihr jetzt seht, die kommen so weg, wie sie sind, kommen vielleicht oben drauf. Das werde ich nachher dann entscheiden. Vielleicht benutze ich aber auch die Steine und bastel mir was anderes. In die Mitte kommt auf jeden Fall ein Platz zum Grillen hin. Schön mit Steinen abgedeckt. Da werde ich mir noch was besorgen. Ich habe da schon was im Auge. Ich mal gucken, ob ich da rankomme. Ich möchte mir auf jeden Fall nichts Neues kaufen, auch nicht betonieren oder so. Da kommt definitiv was mit Steinen hin, die woanders abfallen. Das ist hier geplant. Dann direkt dahinter ist ja, das Holzlager, soweit man das Holzlager bisher nennen kann. Ich hätte schon ganz gerne eine Überdachung gebaut. Die Sache ist die, ein, zwei Materialien fehlen, klar, aber dahinter ist ja die Wand vom Bunker und ich möchte erst das Dach abziehen und das Dach natürlich auch aufbringen. Allerdings ist das jetzt nicht unbedingt der Beweggrund, aber ich möchte die Mauer erst richtig schön verputzen, nachdem das durchgetrocknet ist. Und vorher kommt mir da nichts vor, sonst mache ich mir das Leben schwer. Auch wenn das schon so schwer genug ist, ist das noch im Rahmen. Ja. Da werde ich mir auf jeden Fall eine Überdachung bauen, dass das Holz immer schön trocken gelagert ist. So, und der Bereich hier wird, ich weiß nicht, ob ich schon in irgendeinem Video erwähnt habe, meine Kreativoase. Hier möchte ich andere Projekte vorantreiben. Hier möchte ich guten Zugang zu meinem Material haben, was ich verwerten möchte. Im Bunker wird nachher Material aufbewahrt, was ich recyceln möchte, aufbereiten möchte, wie auch immer. Was ich so finde auf Sperrmüll, quasi wie so ein begehbarer, wie soll man sagen, Tüftelmarkt. Ja, anders kann ich das gerade nicht beschreiben. Dafür kommt natürlich alles, was hier noch an Erde ist, weg. Der ganze Bereich, da oben ist Baum. Brennnesseln, also hier sind noch so zwei langgezogene Hügel. Oh, die Kamera stellt sich scharf und das lasse ich mal lieber. Also der Teil hier hinten und der hier vorne. Irgendwo im Bereich wird auch eine schöne Werkbank hinkommen oder auf jeden Fall eine Tüftelmöglichkeit, dass ich direkt immer loslegen kann. Und ja, ich halte das hier auch schön groß, weil ich auf jeden Fall Platz haben möchte. Auf engem Raum macht das einfach keinen Spaß. Ja, so viel zur Kreativoase. Das wird sich natürlich nach da noch ein bisschen ausdehnen, aber da wo jetzt das Pavillon steht und der Johannes braucht, da wo der Johannes der Strauch ist, da kommt natürlich irgendwas Hüttenmäßiges irgendwann noch hin. Das Teil kann ich ja leider nicht erhalten, habe ich schon in anderen Videos erwähnt. Und ja, was da kommt, verrate ich allerdings noch nicht. So, ich habe mich jetzt hinten in die Chill-Ecke begeben. Links von mir der Bunker. Da genau das Gleiche. Die Mauer habe ich hier freigelegt, damit ich das nachher ordentlich verputzen kann. Da muss ich aber noch in die Tiefe, bis ich zu diesem, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, so eine schwarze Pampe, die drumherum gestrichen wurde, ab einer bestimmten Höhe. Abwärts ist das auf jeden Fall versiegelt worden quasi. Und ja, den Rest will ich natürlich auch schön verputzen.
Alles zu seiner Zeit natürlich, ich mache mir da keinen Druck. Und ja, hier die Erde wird verschwinden, der ganze Bereich da, das wird alles frei. Und ja, hier hinten ist dann nochmal eine Ecke zum Chillen für die Gäste, die ich habe. Eine Hängematte hängt da schon. Ansonsten habe ich mal zwei andere Hängematten günstig erstanden. Das sind diese zwei. Ich habe sie gerade aus dem Schuppen geholt, beziehungsweise aus dem Pavillon. Für mich ist das ja so ein bisschen ein Aufbewahrungsort für meine Sachen, solange an keinem anderen Ort Platz ist. Ja, hier vorne, das kennt ihr ja noch. Das Ding, was da hängt, das ist die Schaukel. Na, jetzt hat mich ein Spinner erobern wollen. Da habe ich kurz einen Schreck gekriegt. Das hat mich überrascht. Ansonsten bin ich ja ganz tierlieb, wie ihr wisst. Aber so manchmal, wenn mir ein Tier auf die Pelle rückt, ist das dann natürlich auch für mich unangenehm. Dann für mich hier im hinteren Bereich habe ich auch noch einiges vor. Hier soll auf jeden Fall mehr Farn rein. Der hinten wächst nicht so, wie ich dachte. Ich dachte, der geht so in die Breite, aber der wächst irgendwie hoch. Der sitzt da. Und ja, aber im Großen und Ganzen ist das Podest schon so angelegt, wie ich das haben wollte. Obendrauf kommt vielleicht eine Holzkonstruktion, vielleicht richtiger Rasen, glaube ich aber nicht. Lasst euch überraschen, wenn es soweit ist. Ich will auch hinten in die Baumecken und so Sitzgelegenheiten basteln, aber mehr verrate ich da auch noch nicht. Ja, im letzten Video konntet ihr sehen, wie ich es angepackt habe. Da ging es um eine Nominierung und so, auch wenn das nicht so meine Welt ist, habe ich es auf meine Art so gelöst. So wie es jetzt da steht, bin ich natürlich nicht zufrieden. Es fehlt noch Mulch, es fehlt noch ja, die Gesamtkonstruktion, aber es ging letztendlich darum, den Mais in den Boden zu kriegen. Das habe ich geschafft und deswegen bin ich sehr zufrieden. Aber auch da werde ich mir noch was einfallen lassen. Rein optisch ist auf jeden Fall noch Optimierungsbedarf. Da rumort das auch schon in meinem Kopf und da habe ich auch schon ein paar Ideen zu. Allerdings auch da, lasst euch überraschen in der Zukunft. Von König Kürbis dem Zweiten über den Apfelbaum hinunter zu meiner Bank oder meiner Sitzmöglichkeit zum Früh-, Mittag- und Spätstücken. Ja, hier lasse ich mir natürlich was einfallen. Das werde ich auch noch richtig schön, ja, schön machen, eine schöne Ecke. Wie gesagt, dahinter kommt ein Sichtschutz, soll rundum hier so ein bisschen abgeschirmt sein nachher für meine Kreativoase, dass ich meine Ruhe habe. Und ja, mehr gibt es auch erstmal nicht zu erzählen, alles andere muss ich euch einfach zeigen, wenn es soweit ist natürlich. So, da vorne ist das Pavillon, wie ihr das noch gerade so erkennen könnt. Hier kommt der Weg hoch und hier an der linken Seite an dem Zaun wird natürlich auch noch ordentlich gemacht, kommt der Kompost hin. Und circa, mal gucken, ob ich das hinkriege, da wo die Fingerspitze ist, irgendwo da wird es landen. Soll auch harmonisch sein mit dem Weg und alles, was ich hier so vorhabe in der Ecke. Ja, da will ich auf jeden Fall Kompost anfangen, weil im Moment einiges an Kompostkram anfällt und das wird nicht mehr so lange dauern. Da finden die ersten Sachen an ihrem Platz. Ich habe da schon immer mal was hingeschmissen, aber anscheinend mögen die Ratten das ganz gerne und haben sich das geholt. Ja, aber so ist das, so kann das sein. Sei ihnen gegönnt, auch wenn andere Ratten nicht mögen. Ich selber hatte auch mal Ratten und ich habe ja Mitgefühl mit jedem Lebewesen, so gut das geht. Bei Zecken wird es schwierig. Aber, oder Mücken oder Fliegen, obwohl Fliegen geht dann noch eher. Deswegen, ja, egal. Random Info. Weiter geht's. Ja, hier, wo der Weg hochgeht, da wird noch irgendwas kommen an der Seite zum Baum hin. Irgendwas Hochbeet oder Mini-Hochbeet-mäßiges. Angrenzend zum Thron des König Kürbis des Zweiten. Ja, ja, das kommt aber mit der Zeit, vielleicht aber auch früher als ich denke. Mal gucken, was ich so noch an Bauschutt raushole und Steine, die wiederverwertet werden können. Einige haben sich schon wieder gesammelt, aber dazu dann auch ein anderes Mal mehr. Ich habe genug vor, wie ihr seht. Ich schwenke immer mal ein bisschen so rum für die Orientierung. Knoblauchbeet. Ja, hier der Bereich ist noch nicht bepflanzt. Rechts seht ihr die rote Beete und auch die Zucchini hinten. Das war natürlich alles noch auf Unkrautbefreiung. Knoblauchbeet habe ich schon mal geschafft gestern. Vielleicht schaffe ich gleich noch ein bisschen. Aber worum es geht, ist das hier. Und zwar ist da noch Platz eigentlich für zwei Beete. Wird aber nach links ein bisschen eng. Deswegen habe ich überlegt, ob ich das vielleicht noch mal wieder ein bisschen widersprüchlicher anlege. Es wird alles so im Kreise bleiben. Im gleichen Radius zur Wasserentnahmestelle, zum Wasserhahn.
Und ja, ich glaube, ich werde den nicht tortenmäßig anlegen, sondern so. Und hier vorne vielleicht noch ein so. Das entscheide ich noch alles, weil damit auch Blümchen sind. Und ich glaube, die Goldranke, die wächst auch hier. Und ja, aber das kommt und die Entscheidung ist noch nicht getroffen. Kommt auf jeden Fall was hin. Ich wollte eigentlich auch noch ganz gerne die Erbsen im Boden kriegen. Noch kam es nicht dazu. Vielleicht mache ich das noch. Ob da noch was kommt oder so, ist mir nicht ganz so wichtig. Ihr wisst ja, ich sammle ja gerne Erfahrungen, auch wenn es falsch läuft. Falsch in Tüdelchen, weil es für mich immer eine wertvolle Erfahrung ist. Und ja, einfach mal gucken. Und es gab schon Sommer, die einfach länger warm waren. Und wenn es länger warm ist, dann freue ich mich nachher über eine richtig fette Ernte. So, von den Kartoffeln über die Sonnenblumen und den Sonnenblumensichtschutz hier vor mir. Damit kommt ganz schön sogar die Bohne, wie ich gerade sehe. Egal, das ist jetzt nicht dran beim nächsten Gartenrundgang. Ja, und hier vorne ist eine Ecke, die ist schon die ganze Zeit frei. Da weiß ich aber, was ich da hin haben möchte, auch schon die ganze Zeit. Und zwar bin ich ein Fan von Foodsharing oder letztendlich auch generell, dass man Sachen miteinander teilt, die man nicht mehr braucht. Soll natürlich alles sinnvoll sein und nicht, ich sag mal, Abfallecke oder so. Das soll es natürlich nicht sein. Mir geht schon darum, dass auch andere Menschen ihre Freude an dem haben, was ich dann dahin packe. Ja, und da lasse ich mir aber noch was einfallen an Konstruktion, auch so ein paar Gedanken mehr. Wird da rumtüfteln, ist aber noch nicht dran, will ich aber schon mal ankündigen. So, und hier direkt neben der Bank ist natürlich dieses Podest, was ich gebaut hatte, wo der Buddha schon recht verwachsen ist. Ich weiß nicht, wer ihn noch erkennt. Das wäre dann Dörr, irgendwo ist das Köpfchen. Scheint ein bisschen glänzt das in der Sonne. Egal, spielt nicht so die Rolle gerade. Mir geht es darum, dass eigentlich gefällt mir das mit dem Mohn richtig gut. Also da habe ich verschiedene Farben auch im Garten. Da hinten seht ihr auch noch mal ein bisschen was. Aber darum geht es heute nicht. Das ist für einen Gartenrundgang dran. Also hier werde ich wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen erhöhen oder noch mal platt machen und was anderes hin. Also platt machen auf der Höhe natürlich. Ich baue das nicht wieder ab. Und ja. So, eine gewisse Gartenplanung steht voraus. Das konnte ich mit euch teilen. Alles andere verrate ich nicht. Ich kann vielleicht noch einen kleinen Tipp geben. Es geht auf jeden Fall noch ganz viel in die Vertikale. Und ich werde viel mehr Platz ausnutzen, als man auf den ersten Blick sieht. Und wie gesagt, da lasst euch überraschen. Ihr kennt mich. Ich bin kreativer Kopf. Und ich mache viel freie Schnauze. Ein grobes Konzept gibt es immer, einen roten Faden. Aber was letztendlich bei rumkommt, das kann sich dann auch noch verändern. Also selbst wenn ich Sachen jetzt so und so angesprochen habe, kann das sein, dass sich das nochmal dreht, weil mir was Besseres, für mich Besseres eingefallen ist. Ja, ich sage erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Tschüss, euer Lars.